Ein herzliches Hallo an diesem sonnigen Tag und willkommen zu diesem kurzen Video meinerseits. Da sich das Wetter von seiner besten Seite zeigt, dachte ich mir, es sei wieder Zeit für einen Ausflug nach St. Katharina und ich würde mich irrsinnig freuen, wenn ihr mich dahin begleiten würdet. Wie ihr seht, hat sich nicht viel getan, denn ich muss gestehen, irgendwie fehlt mir derzeit die Motivation. Ich weiß, dass sich das demnächst wieder ändern wird. Ich meine, ich hoffe, dass es sich wieder ändern wird und dass dann wieder mehr gebaut wird. Aber lasst uns mal sehen, was sich dennoch verändert hat. Ein, zwei Neuzugänge bei Güterwagen, zwei Bahnsteigleuchten sind schon angeschlossen, ein Fahrkartenautomat und auch ein Snackautomat wurde installiert. Ein paar Reisende, die in der Halle warten. Naja, im Prinzip war es das. Nein, die andere Seite fehlt doch noch. Die schauen wir uns jetzt an. In Planung sind eine Kfz-Werkstätte, vor der sich dann die Neuzugänge der Automodelle präsentieren werden. Und ein kleiner Schrottplatz. Ganz schön laut hier. Ich denke, ich muss ein bisschen lauter sprechen. Ein Schmalspur- und ein Normalspurgleis zur Umladung der Güter und Be- und Entladung der Wagen wurden schon verlegt. Und ein paar Schrott-LKWs gibt es auch schon. Und auch Straßenfarbe, Rost und alter Schrott warten auf ihren Einsatz. Aber ich würde sagen, wir begeben uns wieder zum Bahnhof und beobachten unseren Verschubleiter Christian, der ein paar Wagen auf ein Abstellgleis schiebt. Herrlich, diese Stille. Auf der Fußgängerbrücke habe ich unseren Haus- und Hoffotografen Walter entdeckt. Gehen wir mal hoch zu ihm und fragen, was ihn an die frische Luft treibt. Ah, okay. Alles klar. Das ist ein Foto wert. Diesen Anblick lassen sich die hübsche Fahrdienstleiterin und ich natürlich nicht entgehen. Am Bahnsteig empfangen wir den ankommenden Zug. Ja Leute, und mit diesen Bildern soll es das schon gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr mich begleitet habt und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir einen Ausflug nach St. Katharina machen. Bis zum nächsten Mal, euer Tom.